Und da wären wir mal wieder zu einer Runde Jux. Einen wunderschönen guten Abend, Auri, direkt als erstes, Komi Tiamat, hallihallo, Nu, grüßt von der Arbeit, guck mal wieder irgendwelche Streams beim Arbeiten. Nu, da gehört sie aber nicht, aber zum Glück sind wir auf Nus Arbeitsstelle bekannt. The Zord, einen wunderschönen guten Abend, Mr. Streamboss. Inzwischen bist du tatsächlich halbwegs slow, aber so schnell bist du wahrscheinlich trotzdem nicht umfallen. Crazy Camel, auch dich sieht man mal wieder. Ich habe das Gefühl, ich habe die letzten Streams wieder ein bisschen weniger gesehen, oder? Irre ich mich. Create Killer, guten Abend. Hallihallo. Try Kevin, hallo. The Chaos Cop, auch dir einen guten Abend. Sternenkaiser ist da. Miss Sunset, wunderschönen guten Abend auch dir. Der Malti ist reingeschneit. Hallo Malti, nimm den Keks. Unrat! Streamer Sot lebt noch. Ja, ist richtig, Unrat. Hey Unrat. Natürlich auch hallo an dich und jo, ich glaube alle erwischt zu haben, wenn nicht, tut's mir leid. Jetzt, wir springen zurück in den Story-Modus. Wir waren gerade beim letzten Mal noch dabei, Duellanten zu suchen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, in welchem Gebiet wir aufgehört haben zu suchen, aber ich glaube, wir haben quasi nur den Slifer Red Dawn abgegrast, wir haben nämlich auch das 19 Medaillen. Wir sind mit Alexis und ihrem in Anführungsstrichen Kriegerdeck unterwegs gewesen. Ich meine, wir waren hier auch fertig in dem Gebiet. Wir haben beim letzten Mal Jaden und Jazzy Boy besiegt. Ja, dann fangen wir doch einfach mal hier am Hafen wieder ganz links an und arbeiten uns langsam nach rechts durch, wie sich das gehört. Na komm, wir schauen mal, was Slate und Mr. Jagger so haben. 5 Medaillen, ja doch, das ist ein guter Auftakt heute. Direkt beim ersten Mal angequatscht haben 5. Ich habe Wartezeit, da kann ich Stream gucken. Verstehe. Das ist natürlich praktisch, wenn man Maschinen operiert, die die Arbeit für dich tun. Jetzt Slate und Dragger. Mal wieder. Ja, mit den Medaillen. Ich hoffe, Alexis macht uns nicht zu große Probleme. Oh, sie hat tatsächlich mal eine Polia-Band. Das kann ja nur gut gehen. Meine Internetverbindung ist mal wieder absolut grausam. Ja. Alles klar, ciao, Kramer. Das beantwortet wohl meine Frage, ob er in letzter Zeit häufiger mal nicht da war. Ach ja. Streamprobleme sind natürlich immer ärgerlich. Topf der Gier. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er macht, aber sicherlich nützlich. Ja, okay. War scheinbar ein guter Effekt. Ich hätte hier so einen Felsengeist im Angebot. Spielen wir den doch einfach mal und tun dafür der Zaubertür weg. Das braucht sowieso kein Mensch. Und dann setzen wir erfolgreich einen Schieferkrieger raus. Weil ich das so gerne mache. Endface. Und Slate ist am Zug. Ach, stampfende Zerstörung. Oh, nee. Oh! 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 Stampfende Zerstörung auf Anubis? Ach, aber ja, gerne doch. Hihihi. Anubis ist deutlich häufiger nützlich, als man glaubt. Beziehungsweise deutlich häufiger glücklich, als ich glaube. Bam! 2700 Punkte Schaden. Heiliger Drache Ragnarök? Nee, du gehst wieder auf die Hand zurück. Dann haben wir gleich freies Feld. Hunter Tiger Art. Hallihallo, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen im Stream, macht ihr bequem. So, jetzt hat er genau eine verdeckte. Bitte flipp den Krieger auch, ja? Danke. Bei der KI weiß man ja nie. Die kann das auch mal zwischendurch einfach lassen und Shiva Krieger in der Verteidigung liegen. Okay. Den Nuzzle hätten wir jetzt auch noch spielen dürfen, da kann sowieso keine Spiegelkraft liegen, aber passt schon. Wir gewinnen so oder so. Okay, Kekse zu verteilen, ja, immer her damit. Du gewinnst. Ich habe nur noch meine eigenen selbstgebackenen, also her damit. Die dezimieren sich ja auch viel zu schnell in meiner Gegenwart. Hä? Nein! Wie auch immer, ja. Plus 5. Ich war früh genug, weil du verdienst. Ja, was Slate gesagt hat. Komm auf der dunklen Seite des Streams, wir haben Kekse. Frohes Kochen, Chaoskop. Was gibt's denn Leckeres? Schauen wir mal, was die beiden sagen. Das SF-Set hat 1. Und Mafia 3. Nein, danke. Tristan mit 2 ist jetzt auch nicht unbedingt
Die Ausbeute schlechthin. 3, nope. Ach, komm schon. Nachdem der erste uns 5 gegeben hat, haben sie sich danach gedacht, ja, und jetzt ist gut mit den 5er Medaillen, jetzt kriegst du nichts mehr. Sieht nach Bolognese aus. Aber Bolognese ist immer gut. Das kann man machen. Guten Appetit. 53 TD. Auch dir einen wunderschönen guten Abend. Möchtest auch du Kekse? Daku sagt 5. Da sage ich doch direkt ja. Das ist doch das Schildkröten-Team hier wieder. Erkenne ich doch. Aber Keksrezept, ich hatte die Mailänder jetzt gemacht. Ne, noch nicht. Ich habe beim letzten Einkaufen Zitrone besorgt, um welche machen zu können. Momentan bin ich noch an meiner letzten Bugwelle dran, bevor ich irgendwas Neues mache. Duell beginnen! Kevin schneidet rein, weil er Kekse gehört hat. Er interessiert sich zwar vorne und hinten nicht für Tech Force, aber er hat Kekse gehört. Hey Kevin, na Benz. Tschüss Gura, Schildkröte, du bist zurückgezwungen. Jetzt haben wir Toilettensalber. Ich liebe den Toilettensalber. Ja, dann verstärken wir doch einfach mal die Armee. Dann sollten wir eigentlich ganz gut Damage machen können. Wir brauchen nur unseren gebieterischen Dritten. Jupp. Toilettensalber in Angriff. Und plündern Hauptmann, go! Und plündern Hauptmann aktiviert seinen Effekt. Und plündern Hauptmann holt uns per Spezialbeschwörung den gebieterischen Dritten dazu. Jetzt haben wir plötzlich Damage auf dem Feld. Bin hauptsächlich für die Channel-Punkte hier. Ja, damit kann man bei mir so viel machen. Also, wenn man du bist vor allen Dingen. Die anderen Leute können damit was machen, zugegebenermaßen. Zack, 1600. Und Endphase. Gleiches Fußball, ja, das ist natürlich lebensbindend. Das tut mir leid für dich. Große Backwelle, keine kleine Backwelle, was? Verbrennt, glaube ich, Kekse und lässt sich dann neue machen. Was? Ich vermute, du versuchst einen Witz auf große Welle, kleine Welle zu machen. Wir haben jetzt schon fast auf 55k, nicht schlecht, Sonrad. Nicht schlecht. In letzter Zeit speichern auch scheinbar alle unglaublich viele Kanalpunkte. Es hat schon länger wieder keiner mehr eine halbe Stunde gesponsert. Im Endeffekt sponsern die Leute in letzter Zeit immer nur dann die halbe Stunde, wenn ich die anspreche. Was irgendwie nicht der Sinn der Sache war. Sag Bescheid, wenn du Lust auf ein Duell hast. Ja, und tschüss. So. Para sagt 3, da sage ich nein. Doc sagt gar nichts. Doc sagt 1, da sag ich erst recht nein. Was ist denn los mit euch? Wollt ihr nicht mit eurem, wie hieß es noch gleich? Torbewacher-Deck gegen uns antreten? Joshua sagt 5. Ja, Joshua. Jetzt warten eben alle auf die 80k für dolle Wunschspiele, offensichtlich, ja. Torhüter war es, ja. Türwache. Bonk. Türbewacher? Wo wir wieder beim Fußball wären. Jetzt sollten die doch erst richtig witzig werden. Achso. Oh, alle posten ihre Punkte. Auri erst bei 6,8. Ja, woran liegt das nur? Unrat bei 41. Miss Sunset bei 34. Ach, das Fusionstor von Hand für Kaiserdrache. Ja, nice. Und Babydrache von Hand gespielt. Kann ich nur gutheißen. Finde ich super, Sektor. Ich mag Fusionstor-Decks. Ich finde die immer voll lustig. Habe ich früher auch gerne gespielt. Sind zwar nicht gut, aber sind lustig. Ja, dann machen wir doch das gleiche, was wir beim letzten Duell auch gemacht haben. Plündern Hauptmann raus. Jupp. Plündern Hauptmann aktiviert seinen Effekt. Und Plündern Hauptmann holt uns zur Verstärkung den gebieterischen Ritter. Außerdem hätten wir ja noch einen Staubtornado und eine bodenlose Fallgrube. Und dann räumen wir doch einfach mal einen Babydrachen beiseite.
Aber Wunschspiel, hast du eigentlich Octopath nochmal gespielt? Nach den ersten paar Streams? Offline habe ich es nicht gespielt, ne? Ich habe das zurückgehalten, für wenn ich es mal wieder streamen wollen würde. Aber hat sich in letzter Zeit irgendwie nicht mehr ergeben. Aber nach den ersten paar Streams ist ja auch lustig, wir haben das schon viele, viele Stunden gespielt. Ja, wir lassen ihn einfach mal in die Bodenlose fallen. Ich denke mal, in der nächsten Runde hat unser KI-Kollege das Duell dann sowieso für uns gewonnen. Gut. GG. Cyber-Tütü in den Angriffsmodus. Ja. Großartige Karte, habe ich gehört. Dann war's das. Fusionsturm mit Elementarheld Shining ist lustig. Wenn ich jetzt nochmal genau wüsste, was Shining noch gleich für einen Effekt hatte. Ich glaube, wir besitzen Shining. Sogar. Naja, Moment, ist Shining nicht ein neuerer? Ich weiß nicht, welcher genau mit Shining gemeint ist, ob das nur eine Abkürzung ist oder ob wirklich einer nur Shining heißt. Leb wohl! Dann gehen wir mal wieder speichern. Der gibt dir die Materialien, die verbannt sind, zurück, wenn er stirbt. Okay. Das ist, glaube ich, einer, den ich nicht kenne. Ich schaue zurzeit den Yu-Gi-Oh! Anime mal durch. Ich bin gerade in der Staffel mit Noah. Hat gerade dieses Tag-Team da von Yu-Gi-Oh! Und Joey gesehen. So, das war doch lustig. Das war zwar auch absolut erstunken und erfunden, was sie in diesem Duell gemacht haben, aber es war lustig. Cyber Space Staffel ist super. Er hat absolut keinen Effekt für die Story, aber die Staffel ist super. Das ist die beste Yu-Gi-Oh! Staffel ever. Da kann keiner was gegen sagen. Die hat den Penguin. Den wir regelmäßig referenzen. Und sie hat auch die Situation mit Thea, in der sie einen schwarzen Magier aus seinem Deck eines Spielers, das hier in der Nähe befindet, beschwört. Das ist immer noch eine der dümmsten Szenen der gesamten Serie sein muss. Das mit den Deckmastern war cool, ja. Ja, war's auch. Deswegen ist das auch die beste Staffel. Da müssen sie sich mal wirklich was Lustiges einfallen lassen. Immer diese starken Verteidiger hier von Alexis Seite. Na gut, die geschmolzene Zerstörung wird wahrscheinlich sowieso überrennen. Kleine Chimäre. Witzigerweise kommt kleine Chimäre da tatsächlich nicht durch. Ja, was genau MST wäre in diesem Falle da drüben? Nimm einfach mal. Ach, Dreck. Abrechnen des Anubis. Das ist natürlich schlecht für uns. Man hat zum Glück immer einen Cyberdrachen dafür. Könnte also schlimmer sein. Cyberdrache! Und Schieberkrieger! Und Sakuretsu Rüstung! Und dann lassen wir es, glaube ich, erstmal dabei. Wir haben da theoretisch dann Malvolent Nuzzler liegen. Aber wir machen es einfach mal WKI. Und aktivieren unsere Karten einfach nicht. Aus keinem guten Grund. In letzter Zeit, jedes Mal, wenn ich ein Equip aktiviert habe, wurde das Monster direkt in der Runde danach zerstört. Zauberabsorption. Die lustigste Szene ist ja die mit dem Mammut und dem Dreiköpfigen. Ich habe jemanden gebraucht mit blauiger weißer Drache in seinem Deck. Jetzt sind hier überhaupt ein Schwebering-Zerstörung, sei kein Effekt. Er ist ja aus einer anderen Staffel. Das war jetzt übrigens doof. Tod und Vernichtung für alle unsere Karten. Läuft gerade nicht so gut, der Duell, wa? Irgendwo habe ich scheinbar einen wichtigen Kettenpunkt in eurer Konversation verpasst, weil ich weiß gerade überhaupt nicht, worum es geht. Hört diese mal los. Jetzt ist mir Wolle Nuzzler nützlich. Und dann spalten wir mal Flup und Dunons. Kriegerlady. Zwangs- und Verkürzungsgerät und überwollende Hedgler. So. Butterface Attacke. Ach, kann sein, dass die ganze Halle bald tot ist. Was?
Vielleicht solltest du nicht die ganze Zeit Stream gucken. Okay, KI, was hast du Lustiges vor? Einen flinken Momonga angreifen, ist immer gut. Moses ruft, einen flinken Momonga, zwei flinke Momonga. Boah. Im Cyberspace konnten sie sich die Dexter frei zusammenbasteln, ja so halbwegs, ne? Die hatten halt so einen merkwürdigen Draft an Karten, wo sie sich ihre Karten raussuchen dürfen. Okay, Krieger-Lady wurde besiegt, das ist gut für uns. Was holt sich Alexis dafür? Okay. Cyberturner? Was macht er noch gleich? Einmal pro Spielzug, indem du eine Karte von deiner Hand abwirfst, zerstöre einen Monster in offener Angriffsposition auf der gegnerischen Spielfeldseite. Okay, großartig. Das ist ja mein Traum. Die Kriegerin. Dann kill doch einfach mal hier ein bisschen flinker Momonga, dafür bist du zu stark genug. Das Dame ist so dead im Cyberspace ist und bleibt, aber das Duell gegen Noah, das ist einfach Unfug. Es ist nicht falsch. Das Duell ist tatsächlich von vorne bis hinten Unfug. Es ist auch ein Duell, in dem sie einfach machen, was sie wollen. Wirklich nichts anderes, einfach nur was sie wollen. Keine Regeln, die Schreiber hatten freie Hand. Nimm mal hier deine Dunams wieder auf die Hand, ich hab keine Lust auf irgendwas verlieren. So, Alexis, mach was Sinnvolles. Spiel noch mehr Vol und Nuzzler. Alexis. Mathe. Ich frag mich, warum Joey bei freier Wahl dann immer noch den Schwertkämpfer von Lannister nimmt. Naja, ist halt sein Monster, ne? KI, hättest du mal Malvolent Nuzzler aktiviert, wir hätten gewonnen gehabt. Ich sehe den Schwertkämpfer von Landstern. Wie viele andere Karten ist das eine der stärksten Karten in ganz Duel Monster? Nach Yugis Großvater. So, können wir nochmal bitte Tod und Vernichtung verursachen? Wunderbar, dankeschön. Dieses Duell hat deutlich länger gedauert, als es hätte dauern sollen. Duellbonus. Deckmaster-Regeln haben mich dann komplett verwirrt, als sein Deckmaster plötzlich eine Ritual-Zauberkarte war. Es war ein Ritual-Monster, nachdem er seine Arche für Shinato geopfert hat. Was total Sinn gemacht hat, richtig? Richtig? Yugi hätte auch einfach Kuribo für einen schwarzen Magier des Chaos opfern können oder so. Er hätte halt schwarzer Magier des Chaos als Deckmaster gehabt, richtig? So funktioniert das. Okay, das war der gelbe Schlafsaal. Dann gehen wir mal zum blauen Schlafsaal weiter. Oh, bei euch hier an. Folgendes Armageddons. 3, nein. Leben und Jenseits. 3, nein. Xanidu. Eine! Das Cyberdrachenjunge! Cyrus mit 2. Die wollen alle nicht. Ich schätze, der blaue Dorn bleibt uns heute komplett erspart. Nope. Großartig. Keine Medaillenangebote hier. Gut, Mädchenschlafsaal. Hey, Harpion. 4 ist schon mal nicht schlecht. Würde ich nehmen, wenn sie nicht 5 sagt. Auch 4. Okay. Dann fangen wir an. Auf in den Tag! Wir müssen gegen eine der Meisterinnen der Akademie antreten. Das ist Jasmine mit ihrem Harpion-Deck, das schon den letzten Endboss dieses Spiels besiegt hat. Wenn ihr ein echtes Deckmaster-System einbauen, erwarte ich aber auch ein Remake von Duelist of the Roses. Ich meine, wenn sie ein Deckmaster-System einbauen, dann ist es wahrscheinlich ein Remake von Duelist of the Roses. Das ist ungefähr so wahrscheinlich. Wollte nicht irgendjemand an einem Remake von Duelist of the Roses arbeiten, so als Fanarbeit? Irgendwie habe ich davon nie wieder was gehört, nachdem ich da einmal was von gehört hatte. Ugh, Icarus-Angriff. Ugh. Ekelhaft. Ich hasse, wenn Jasmine das tut. Ist tatsächlich ein guter Move.
Truppen. Naja, ist zum Glück nur Mindy. Oh, tatsächlich ein DD überleben, ne? Tatsächlich eine gute Karte. Das ist ja fies. Wie kann Mindy es wagen, einfach Karten mit ATK zu benutzen? Ja, guck mal, da haben wir doch eine Gegenwehr. Also erstmal schnappen und stehlen wir den DD überleben dann. Überleben, da wäre er gerne, aber auf unserer Seite des Feldes, bitte. Und dann haben wir einen plündernden Hauptmann. Und aktivieren plündernde Hauptmanns-Effekts. Und holen uns für plündernde Hauptmann, plündernde Hauptmann. Meine Lieblingskombi. So, volle Breitseite. Bonk. Hat den eigenen DD-Überlebenden gekillt, das soll mir recht sein. Ich glaube, das Projekt würde nicht eingestellt. Würde oder wurde? Nicht genug Zeit, das wäre auch minimal. Aus meinem Kompetenzbereich raus. Minimal, ne? Nur was vom Projekt Dungeon Dust Monsters gesehen. Was versucht nicht irgendjemand gerade zu remaken, ne? Lass mal das Zwangsevakuierungsgerät. Gebieterischer Dritter und überwollender Hatchler. Nicht. Nimmt es auf das Deck zurück? Ich würde Alexis zutrauen, sie nimmt es aufs Deck zurück. Yep, sie nimmt es aufs Deck zurück. Natürlich. Sie hat ja nur noch einen davon. Warum sollte sie nicht aufs Deck zurücknehmen? Ist ja so sinnvoll. Oh, nochmal. Überwollender Hatchler. Fliegender Kamakiri down, natürlich, beschwört, fliegender Kamakiri, wie überraschend. Fliegender Kamakiri down, beschwört, fliegender Kamakiri, wie überraschend. Schnarch. Fliegender Kamakiri down, beschwört, HP Nummer 3 oder so ein Unfug. Es ist HP Nummer 3 oder so ein Unfug. HP 1 zu beschwören wäre auch zu einfach. Künstlicher Seraph. Ugh, fällt zu Müll, na heu. Okay, schwerer Sturm. Hat sich das ja gegessen. Ich wollte ihren DT überleben, denn auch offensichtlich nicht mehr. HP 3 im Nebelkörper ist nicht gut. Mystischer Schwertkämpfer. Unverräterische Schwerte. Jetzt ist ein bisschen übertrieben, Mindy. Das ist doof. Wir können leider nichts gegen die Schwerter machen. Die Schwerter stören. Tja. Sehr ärgerlich. Müssen wir mal endphasen. Bis die Schwerter da weg sind. Es ist Falco, der Sänger. Und der zerstört. Die Kriegerlady der Einöde. Und dafür holen wir uns. Nee, ich kann das nicht tun. Ich kann es nicht tun. Ihr wisst genau, was die KI tun würde. Die würde einfach unser gesamtes Feld auf den Gegner feuern. Dann würden wir noch irgendwie verlieren. Bonk. Falco macht dem eigenen Team mal wieder Schaden, kein Wunder. Wundert mich bei Falco kein bisschen. Leider können wir weiterhin nichts tun. So, jetzt sind die Schwerter endlich weg. In der Tat, Amadeus. Yu-Gi-Oh! Duels of the Roses Reworked scheint fortgeschritten und spielbar zu sein. Spannend. Muss ich mir vielleicht bei Gelegenheit mal wieder angucken. So, jetzt haben wir leider das Problem, dass CK unser komplettes Feld zugemüllt hat und wir keinen DD-Krieger draußen haben, sodass wir keine Möglichkeit haben, die AP da zu entfernen, solange wir nicht irgendwas ziehen. Oder anderweitig einen dieser Krieger entfernt bekommen. Was momentan irgendwie nicht gut aussieht. Also dieses Duell könnte sich jetzt noch ein paar Stunden hinziehen. Uff. Sinnvoller überwollender Hatchler. Anschlag Ninja.
großartige verdeckte Karten. Blitzeinschlag. Na endlich, das hilft doch. So, Blitzeinschlag. Dann schmeißen wir das Ding hier weg. Und volle Breitseite. Jetzt liegt da ein Verteidiger, ich sehe schon kommen. Zum Glück haben wir einen überwollenen Headslayer draußen, ansonsten wäre das jetzt sehr nervig geworden. Machen wir einfach direkt hier mit dem plündernden Hauptmann. Wunderschön, das war's. Solange wieder alles darauf hinausläuft, dass man sich möglichst viele Donner dran fusioniert und vielleicht noch ein MBD ins Deck hat, nehme ich hier das Remake hin. Das klingt jetzt mehr nach Forbidden Memories. Ah, das kann doch nicht sein. Ich will nicht bezahlen. Och, das ertrage ich nicht. Heul rum. Wunderbar. Alexis, hast du deine besten Freundin besiegt. Und ihnen die Medaillen abgenommen, sie damit aus dem Turnier geworfen. Bist du stolz auf dich? Bist du stolz auf dich. Zurück zum Schlafsaal und dann schauen wir, wer im Hinterhof so rumsteht, wa? Und wer vor allen Dingen vor der Tür steht. Zwei, nope. König, dreht den Chess auf. Na, König. Fünf. Ja, endlich mal. Ich glaube, die beiden hier haben wir noch nicht ein einziges Mal duelliert in den Tag-Turnieren, weil die nie ordentlich Angebote hatten. Ray ist da sehr stingy. Der Schlangenmann. Rump. Tag-Duell gegen schlagender Saturn und auf keinen Fall. Das könnte wieder lustig werden. Ich bin gespannt. Breaker ist schon mal gut. Heavy ist schon mal gut. Toiletten Cyber Turn 1. Ach, Freude. Hättest du nicht einfach die Verstärkung erst aktivieren können und dann den gebieterischen Ritter spielen können, anstatt den Toiletten Cyber zu benutzen? Aber zum Glück ist es nur eine schwarze Katze mit irgendeinem Unfug. Glänzende 11. Ja, komm, Saku. Das ist sogar ein gutes Opfer für die Saku. Schwerter. Gut, dass wir einen schweren Sturm haben. Ha! Gut, dass wir einen schweren Sturm haben. Niemand braucht magische Zylinder, habe ich gehört. Bom, 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 bom. Viel schöner. So, plündern Hauptmann, auf geht's. Aktiviere deinen Effekt. Leider haben wir dieses Mal keinen gebietischen Ritter oder anderen Hauptmann, den wir holen können. Also holen wir unsere Ratte dazu. Bald kriegt unser KI-Kollege und dann greifen wir einfach mal an. Ja, wie Storm nicht da wäre, nach dem, was wir gerade zerstört haben, wäre tatsächlich gar nicht so viel passiert. Dann hätten wir Breaker gespielt und hätten die Schwerter zerstört und gehofft, dass alles gut geht. Hey Maga, guten Abend. Alles gut. Was hast du schon verpasst? Wir haben ein paar Duelle halt gemacht und sammeln gerade Medaillen mit Alexis. Alexis hat gerade ihre besten Freundinnen vermöbelt. Gebieterischer Ritter, den hätten wir letzte Runde schon mal brauchen können. Und Kelbeck gibt den Toiletten-Cyber zurück. Ich verstehe die Gründe der KI ja nie so richtig. Toiletten-Cyber hat extra einen Effekt dafür, mehr ATK, mehr Schaden zu machen, wenn sie direkt angreift. Also ich weiß nicht, warum die KI nicht darauf programmiert ist, diesen Schaden durchzusetzen. Aber gut, in diesem Fall habe ich sowieso eigentlich den gebieterischen Ritter am Ende des Zuges für unsere Runde lieber übrig. Ja. Breaker. Noch kein Verzweifeln an der KI, noch gab es keine Was-tust-du-Momente heute, ne. Also zumindest keine schlimmen. Es gab schon welche, aber keine, die extraordinär gewesen wären. Ach, Flinka Momonga. Warum jedes Mal in der Runde, in der wir sonst gewonnen hätten, liegt da Flinka Momonga? Jedes einzelne Mal. Und dabei spielen wir gar nicht gegen Moses. Noch ein Momonga weniger. Noch ein Momonga weniger. Ein Fels. Ich guck mir das mal näher an und wenn das brauchbar ist, hätte ich vielleicht endlich einen Grund auf 80k zu sparen. Worum ging es jetzt? Ging es um das Duel of the Roses Remake oder ging es jetzt um Forbidden Memories?
Ach, Albtraum-Pinguin. Ja, ist nicht so gut. Hättest du mal mit Breaker angegriffen, weil der jetzt wieder auf die Hand zurückgegeben wird. Kai! Was tust du? Duel of the Roses. Ja, okay. Ja, mal schauen, ob da noch dran gearbeitet wird, ne? Ich würde es wahrscheinlich eher spielen, wenn es fertig ist oder halbwegs fertig ist. Bonk. Sparen für Kapselmonster? Willst du Kapselmonster weitergeführt haben oder was? Es gibt ein Kapselmonster Kolosseum LP auf meinem Kanal. Ne, ich will ihn nicht zurückzwingen, ich will den Effekt benutzen. Einfach nur um spaßenshalber das ganze Feld voll zu machen. Wirkt ein bisschen buggy. Ja, wenn es noch in Development ist, ne? Ist dann nicht zu verwunderbar. In dem LP gab es kaum das Wort Kappa. Kaum. Minimal. An ein oder zwei Gelegenheiten vielleicht.